Hi, mein Name ist Sophie und ich bin deutsche Muttersprachlerin. Aber ich bin auch eine zertifizierte Deutschlehrerin hier bei Home Studies. Schon seit vielen Jahren unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache und ich teile mein Wissen super gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern. Deshalb zeige ich euch heute in dem Video, welche Verben mit festen Präpositionen es im Deutschen gibt. Viel Spaß! Heute stellen wir uns die Frage, ob man sagt, sprechen mit jemandem oder sprechen über jemanden. Oder sage ich vielleicht auch eher, sich freuen auf etwas oder sich freuen über etwas. Im Deutschen gibt es Verben, die sogenannte feste Präpositionen haben. Das bedeutet, ein Verb wird mit einer spezifischen Präposition immer benutzt. In manchen Fällen ist es aber so, dass Verben auch verschiedene Präpositionen haben können. Und deswegen zeige ich euch heute die Basics der Verben mit festen Präpositionen. Los geht's. Wir sehen hier auf der Folie verschiedene Verben. Wir haben mit, über, von, an, auf, über. Und wir haben hier unten verschiedene Verben. Denken, sprechen, sprechen, sich ärgern, sich freuen. Neben den Verben sehen wir dat oder ak. Abgekürzt. Das bedeutet, dass mit eine Dativpräposition ist und über eine Akkusativpräposition ist. Denn bei Verben mit Präpositionen ist es so, dass die Präposition den Kasus, also den Fall, von unserem Objekt bestimmt. Bevor wir die Erklärung starten, gebe ich euch eine Minute Zeit. Nehmt euch ein Stück Papier und einen Stift und versucht, die Verben den richtigen Präpositionen zuzuordnen. Klickt das Video gerne auf Pause und wenn ihr soweit seid, machen wir mit den Lösungen weiter. Okay, dann lasst uns starten. Und hier ist das erste Verb mit Präposition und es ist das Verb denken an. Denken an jemanden oder etwas. Wir sehen also, dass wir mit dem Verb denken die Präposition an benutzen müssen. Und den Akkusativ. Denken an plus Akkusativ. Ich zeige euch ein Beispiel. Ich denke an meine Mutter. Oder ich denke, du denkst an den Sommer. Es geht weiter mit dem Verb sprechen und der Präposition mit. Sprechen mit jemandem. Das heißt, wir müssen jetzt den Dativ benutzen. Sprechen mit plus Dativ. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich spreche mit deinem Freund. Was bedeutet das? Wenn wir die Präposition mit benutzen, dann sprechen wir immer zusammen mit einer oder mehreren Personen. Wir sind also in einer Diskussion. Ich spreche mit deinem Freund. Ich spreche mit meiner Freundin. Okay, ihr seht, die Personen sprechen zusammen. Das ist wichtig. Denn ich kann auch sagen, sprechen über jemanden oder über etwas. Und hier müssen wir jetzt den Akkusativ benutzen. Beispiel, ihr sprecht über deinen Freund. Der Unterschied ist nun, dass der Freund
nicht mehr präsent ist in der Diskussion. Er ist das Thema. Er ist nicht in der Diskussion, er spricht nicht mit den anderen, aber er ist das Thema von der Diskussion. Ein Thema kann auch etwas Neutrales sein. Zum Beispiel, wir sprechen über Politik. Wichtig ist, dass ihr immer den Akkusativ mit der Präposition sprechen über verwendet. Okay? Wir machen weiter mit dem Verb sich freuen und der Präposition über. Also sich freuen über jemanden oder über etwas. Auch hier benutzen wir den Akkusativ. Zum Beispiel, er freut sich über das Geschenk. Wir benutzen das Verb sich freuen plus die Präposition über meistens in der Gegenwart oder in der Vergangenheit. Okay? Also, er freut sich jetzt, gerade in diesem Moment, über das Geschenk. Ich gebe dem Jungen ein Geschenk. Hier ist dein Geschenk. Und er sagt, ich freue mich über das Geschenk. Vielen Dank. Das ist eine wichtige Information. Also sich freuen über plus Akkusativ in der Gegenwart. Okay, es ist, man bekommt etwas oder man sieht etwas und man freut sich über die Situation, über die Person, über die Sache. Denn wir können auch sagen, sich freuen auf jemanden oder sich freuen auf etwas. Auch hier benutzen wir den Akkusativ. Der Unterschied zu sich freuen über ist, dass wir uns auf etwas in der Zukunft freuen. Zum Beispiel, ich freue mich auf den Winter. Sich freuen auf etwas oder auf jemanden ist wie das englische Wort looking forward to something. In der Zukunft. Also, jetzt gerade ist Sommer und ich freue mich auf den Winter. Okay? In 5 Monaten. Ich freue mich auf den Winter. Ja, das heißt, es ist ein Event oder eine Situation in der Zukunft. Als nächstes machen wir das Verb warten plus die Präposition auf. Auch hier benutzen wir den Akkusativ. Zum Beispiel, die Kinder warten auf den Bus. Das ist einfach, oder? Weiter geht's mit dem Verb sich ärgern und der Präposition über. Sich ärgern ist ein Gefühl. Und das Gefühl kommt von einer Situation oder einer Person. Okay? Eine negative Situation und ich ärgere mich. Ich bin ein bisschen wütend. Okay? Sich ärgern über muss auch mit dem Akkusativ benutzt werden. Zum Beispiel, die Autofahrer ärgern sich über den Stau. Okay? Der Stau ist nicht gut, es ist etwas Negatives und ich bin verärgert. Ich ärgere mich über den Stau. Ich will nicht im Stau sein. Es geht weiter mit dem Verb träumen von. Träumen von benutzen wir mit dem Dativ und das ist ganz einfach und wir können etwas sagen wie sie träumt von ihrem Urlaub in der Karibik. Es geht weiter mit Lust haben auf etwas. Auch hier benutzen wir den Akkusativ und zum Beispiel kann ich sagen, sie haben Lust auf die Schokolade. Okay, Lust haben auf ist ein Verb, das wir benutzen, um zu sagen, ich möchte etwas jetzt, zum Beispiel jetzt aktuell unbedingt. Ich habe Lust auf einen Kaffee. Das heißt, ich möchte einen Kaffee trinken. Ich habe Lust auf einen Kaffee.
Wir machen weiter mit sich erinnern plus die Präposition an. Wir benutzen auch hier den Akkusativ und sich erinnern bedeutet so viel wie zurückdenken. Ja, so ich denke an eine Situation in der Vergangenheit. Ja, ah, das war schön. Zum Beispiel, wir erinnern uns an das Wochenende in Paris. Ja? Letzte Woche war ich in Paris und heute erinnere ich mich an das Wochenende. Und zuletzt machen wir das Verb erzählen mit der Präposition von. Hier benötigen wir den Dativ. Und ein Beispiel, ich erzähle meinen Eltern von meiner letzten Reise. Okay, das heißt, wir sprechen nicht zusammen, aber ich erzähle alleine, ja, in einem Monolog. Ich erzähle, okay? Ich hoffe, ihr hattet alle Verben und Präpositionen richtig. Um noch ein bisschen zu üben, habe ich Sätze für euch, die ihr selber finalisieren könnt. Ja, also zum Beispiel, ich träume manchmal, Präposition plus Beispiel. Ich träume manchmal von einem Haus am Meer. Oder ich ärgere mich, sich ärgern, über. Ich ärgere mich über den Stau. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.